Vor allem weiß ich nicht, wie viel Zeit ich in Wirklichkeit brauche dafür. Ob ich jetzt genug Zeit habe oder ob ich mich wirklich so beeilen muss, wie ich es im Moment mache. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück langsamer noch dran. Oh Gott, dieser scheiß Flummi, hey. Der braucht... Oh, ups. Der braucht echt eine ganze Zeit Regeneration, bevor er hier... Geil. Bevor er hier durch ist. Man muss den immer einmal wieder federn lassen und dann kann er echt erst wieder springen. Wow. Was ist das denn, hey? Jetzt habe ich ihm aber echt genug Zeit gegeben. Was macht dieser verkackte... Alter, ich glaub's ja nicht. Oh! Das ist echt schlimm, wie der springt. Hep. So, den lassen wir jetzt mal hier hochgehen. Ich hab keinen... Ja, geil, hey! Er war rot, okay? Ich hab einen Stachelgock. Das heißt, er muss explodieren, bitteschön. Boah, ey, dieser Gock. Ich weiß ja nicht, was die anderen Gocks so drauf haben, aber den hier mag ich schon mal nicht. Okay. Spring. Danke. Wie, das war's schon? Ey, und dafür habe ich mir jetzt so einen Stress gemacht. Ich hätte es ja 10-mal so langsam angehen können. Ja, danke schön. Jetzt wieder den Felsgock. Ja, ja. Ich habe mir doch gerade gewünscht. Felsgock. Unter die Räder kommen. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass es mich aber... Ey, dass man hier überall runterfällt. Ich finde es voll furchtbar. Okay, die rollen hier hinten vor. Da habe ich keine Chance. Okay, und auch das war wieder ein Fehler. Abwarten. Springen. Okay, den hätten wir. Und jetzt den Checkpoint-Gog. Perfekt. Was? Okay, aber so geht es tatsächlich. Wow! Okay, ich muss noch ein kleines bisschen mehr abwarten. Oh, und dann muss ich ein bisschen... Oh, da braucht es so ein perfektes Timing. Genau so. Och Mann, und da war der zu träge am Anfang. Also übrigens, Leute, ich empfehle euch dieses Spiel echt. Es kostet nur 10 Euro und es macht so viel Spaß. Okay, bis jetzt bin ich ja relativ gut im Rennen. Von den Punkten her sieht es auch gut aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Gocks hier leichter sind, diese springenden. Yo! 180 von 120 Punkten. Ich glaube, damit können wir leben. Doppelter Boden. Oh, mir wird kein Gock vorgeschrieben. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal wieder den Standard-Gock. Hey, ich mag den einfach. Der ist so schön präzise. Ups, okay. Das war nicht gewollt, aber was sein muss, muss sein. Gehen wir erstmal unten. Wow! Ich glaube, man braucht in diesem Level verdammt viel Punkte. Jo, und es wird auch noch Nacht. Ja, komm. Komm.
komm. Das war gut. Kommt her. Hab sie. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Okay, da oben ist das Ziel, aber wir haben noch nicht genug Punkte. Wow! Genial, genial. Ich glaube, das mache ich tatsächlich so. Ich glaube, hier wäre auch der Felsgock nicht schlecht gewesen. Weil ich mit dem hier... mit dem mithalten könnte. Okay, das ist doch auch eine Möglichkeit, es zu lösen. Jetzt haben wir nur noch nicht genug Punkte. Jetzt gehen wir aber erst da von hinten wieder unten rein. Wow, wusste ich doch, dass da was kommt, hey. Okay, und ich hatte schon Angst. Ja, und jetzt gehen wir einfach in die andere Richtung. Bis wir alle haben. Also mit Gamepad macht das, glaube ich, nochmal 10-mal so viel Spaß wie mit Tastatur. Das Schöne ist, wir kriegen ja eh keine Zeitpunkte mehr. Das heißt, wir können uns jetzt richtig Zeit lassen. Wow, und das war richtig knapp, ey. Die zwei nehmen wir auch noch mit. Das darf es dann auch gewesen sein. Genau, 150 Punkte. Mehr kann man in diesem Level nicht mehr holen, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch, warum dieser Level Dr. Boden hieß. Weil ich meine, zwei Ebenen. Zack. Boah, die Hintergrundmusik ist so geil. Ich liebe die so. Stachelgock. Stachelgock, da haben wir ihn. Und danach kommt schon wieder der nächste Boss. Wey. Schneekanone. Kann ich die mitnehmen? Ne, die sind so gechillt, die kriege ich nicht kaputt. Oh mein Gott. Ich mache erstmal die hier unten fertig. Damit ich dann nachher, wenn ich die schon fertig gemacht habe, den Checkpoint-Gock bekomme.